Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dörrbude. Willkommen zur zweiten Folge der Walross Edition 3, aber dumm. Ihr merkt vielleicht, ich rede gerade relativ leise, ich hab's auch relativ einig. Ist mit dir... Ja, jetzt kommen draußen auch noch Geräusche, aber ist ein bisschen knapp mit dem Aufnehmen von dem Projekt die Woche. Deswegen muss ich gucken, wenn ich das Ganze noch am Montag hier rausbringen will, wenn ihr es hoffentlich seht. Deswegen, ein Kapitel muss ich jetzt hier schnell noch machen. Fangen wir an. Kapitel 3. Arktis-Gletscher. Als ich am nächsten Tag aufwachte und zum Hafen fuhr, war Scheinux schon lange fort. Dort. Er stellte das Auto ab und fuhr mit unserem Boot in Richtung des kalten Kontinents. Da ich auf diesem Schiff nichts anderes zu tun hatte, gesellte ich mich zu ihm. Wie lange sind wir angekommen, während ich geschlafen habe? Ich glaube, da der Wind nachts wehte, legten wir zum Beispiel 250 Meilen zurück. Wirklich? Dann, wenn alles gut gelaufen wäre, wären wir heute schon längst angekommen. Ich ging unter einen anderen Stuhl, um ein wenig in den Schrank zu schlüpfen, wo Scheinux hinten am Bein ist. Ah, das Wetter ist schön, sodass wir es in kürzester Zeit geschafft haben, ein großes Auge zu bedecken. Nach ein paar Stunden merkte ich, dass die Luft und die Luft auch kühl waren. Sheesh. Auch Scheinux begann, aus dem Auto zu zittern. Dass wir inzwischen den arktischen Ozean erreicht haben, ist bekannt. Die Küste ist kalt und die Arktis ist nicht in unserer Nähe. Ah. Ich merkte schnell, dass es zu kalt wurde und verließ das Boot wieder. Diesmal folgte mir Scheinux. Wir schalten den Antrieb aus und setzen uns vor die Heizung, um uns wieder aufzuwärmen. Es ist wirklich erstaunlich, dass es hier anders ist. Wir können froh sein, dass wir im Sommer gekommen sind. Ich möchte nicht kontrollieren, wie es im Winter hierher kommt. Ich habe es noch nie gesehen. Winter ist es immer noch ein paar Grad höher als bei uns in Schmuckstadt. Wie können Pokémon hier auf der ganzen Welt leben? Hier zu leben ist anders als bei uns, nur diesen Winter. Aber es gibt kleine Pokémon auf dem Kontinent. Ich habe selbst ein bisschen was gemacht. Theoretisch gibt es nur zwei Pokémon-Städte. Wir werden die Westküste erkunden, aber die Stadt ist dort zu sehen. Darüber hinaus ist die Ostküste sehr hoch, sodass es keine Möglichkeit gibt, etwas zu produzieren. Wir können nur hoffen, dass wir das gesuchte Pokémon in der westlichen Stadt befindet. Und damit können wir immer noch erwarten, sofort auf die Spitze des Turms zurückkehren zu können. Eine andere Stadt an der Küste des östlichen Meeres, also was wir tun müssen, ist den Kontinent zu durchqueren. Diese Erwartungen haben mich nicht gereizt. Wenn wir in Westdorf nicht fündig würden, würden wir die Wüste durchqueren. Ja. In der Arktis. Dies ist für jeden ohne Erklärung eine große Herausforderung, aber als Pokémon-Baum ist es komplexer. Interesting. Ich habe angefangen, nützliche Werkzeuge für diesen schrecklichen Fall zu sammeln. Da wir keine Zelte oder ähnliches mitgebracht hatten, sollten wir werben. Abonniert den Kanal. Auf jeden Fall will Scheinux, dass ich wieder weitermachen und wir sind bereit. Noch eine Frage, Bulbi. Die Stimme in ihrem Traum gibt ihnen keine Ratschläge und Tricks, wen wir suchen? Das wird uns leichter fallen. Es wäre schön, aber nicht der Tod. Er sagte selbst, dass alle Pokémon bekannt sein würden, damit sie von unserer Ankunft wissen. Und was, wenn sie nicht wissen, wie sie sie suchen sollen? Warum sollten sie herauskommen und nicht in der Lage sein, unsere Anwesenheit zu kontrollieren? Das muss man auch denken. Ich glaube, alles ist von Anfang an organisiert. Unser erstes Teammitglied wird noch lange am Strand auf uns warten, egal wo er ist. Das war der Satz. Okay, hoffen wir. Bald tauchte die arktische Küste in der Ferne auf. Inzwischen ist das Boot noch kälter als zuvor. Wir haben uns unsere App angeschaut, die leider nicht perfekt ist. Das einzige Gute, was wir sahen, waren die beiden Molunkschals, die uns in Schmuckstadt geschenkt hat.
So haben wir zumindest einen gewissen Widerstand gegen die Kälte, auch wenn es lange nicht reicht. Wir sollten damit rechnen, dass wir in Westdorf schnell fündig werden und werben. Abonniert den Kanal. Als wir ankamen, wartete ein Pokémon auf uns. Leider stellte sich schnell heraus, dass wir nicht von unserem modernen Team empfangen wurden, sondern von einem Ältesten aus der Gemeinde. Egal wie heiß die ganze Welt ist. Wer bist du und was willst du von uns? Wenn sie keinen triftigen Grund haben zu gehen, gehen sie. Was? Wir wollen hier keine Besucher. Pokémon hat eine freundliche Einstellung, die uns deutlicher begrüßt als wir. Es gibt zwei Löwen mit weißem Haar. Wallreiser. Wir haben einen Grund zu kommen. Zumindest gehe ich nicht freiwillig in eine solche Region. Wir suchen ein Pokémon, dem im Traum gesagt wurde, dass es uns auf unserer Reise begleiten soll. Aber denkst du nicht wirklich, dass ich dir das kaufe? Sie werben wohl wirklich. Ich suche ein Pokémon, von dem jemand in seinem Traum sagt, dass er mit zwei Kindern auf einer Reise sein wird. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum in einer solchen Welt herrscht völliges Unverständnis? Wenn sie uns nicht glauben, gehen wir unseren eigenen Weg und suchen ihn. Du kannst gar nichts suchen, auch wenn wir von diesem Land keine Hilfe bekommen. Sie haben einen Traum, aber niemand kann uns davon erzählen. Normale Leute denken, dass wir auf diese Weise dumm sind. Schließlich werden sie es tun. Wir werden ihnen alle zeigen, was wir können. Pokémon wird in einer östlichen Stadt leben. Keine andere Option. Auch Shinox erkennt dies an. Also, wir können die kalte Wüste durchqueren, nicht wahr? Wir haben uns 4,5 Tage lang getroffen und sind so lange zurückgekommen. Ich war ein wenig überrascht. Willkommen, woher wusstest du das die ganze Zeit? Nochmal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, aber die Umfrage hat mir eine große Freude gemacht. Während der Reise konnte ich Lektionen in mir entdecken. Zwinker-Smiley. Ich meine das ernst. Wieso, wie zum Fick ist da ein Zwinker? Okay, ich weiß wieder. Der ist im Originalskript auch drin, weil der Text da eine Anspielung auf den späteren Plot-Twist ist, dass Shinox eigentlich der wiedergeborene Nick Schosma ist. Weil der Satz eigentlich sowas ist in die Richtung, ich habe den Wissenschaftler in mir gefunden und Nick Schosma war ja Wissenschaftler. Es beruhigte mich, dass zumindest einer von uns gut vorbereitet war, aber das änderte nichts daran, dass wir unsere Reise in der Wüste beginnen würden. Ich fühlte mich, als ob ich es nicht wüsste. Jedenfalls habe ich unsere Reise mit Enthusiasmus angetreten. Schließlich ist mir kalt, also ist es gut, gesund zu sein. Schnee ist auch nicht tief, also kann man erfolgreich sein. Zumindest zuerst dachte ich, wir würden auf der Reise keinem Pokémon begegnen, aber immerhin ist uns eines direkt begegnet. Durch seine Taten deutete ich an, dass er ein Freund und ein Dorfältester aus der Western City gewesen sein musste. Er rannte nicht. Ich drehte mich stattdessen um. Es ist ein See, der seiner Umgebung keine Aufmerksamkeit schenkt. Mann, ist dieser See ignorant. Als er sich umdrehte, konnte er uns nicht erkennen und hätte mich fast geschlagen. Hey, schau, es hat mich fast getroffen und er hielt es nicht für nötig, sich zu entschuldigen. Geh aus dem Weg, beeil dich. Nach diesem unangenehmen Treffen bin ich froh, Pokémon nicht wiedergesehen zu haben. Auf unserer Reise hoffte ich wirklich, dass die Bewohner der östlichen Landschaft freundlicher sind als die Pokémon, denen wir gerade begegnet sind. Irgendwann finden wir dort dieselbe Person und hoffen, für mindestens einen Tag eine Bleibe zu finden. Nach einer langen Wanderung durch diese karge Wüste konnten wir sie nicht ohne Pause ein zweites Mal durchqueren. Wir gingen stundenlang hinein, bevor es dunkel wurde. Wir wissen, dass es schwierig sein wird, nur nachts zu reisen, da es hier kein solches Licht gibt. Also wird es außer den hellen Sternen kein Licht geben. Außerdem wird die Temperatur auf ein paar Grad sinken. Das ginge ja noch. So dass wir uns entschieden haben zu campen. Wir haben die perfekte Reise für heute gemacht. Wir müssen hier unser Zelt aufbauen. Nun, dem stimme ich zu, aber haben Sie eine Idee, wie das geht? Diese Frage hat meinen Plan umgedreht, wie ich hoffe, dass Shinox nach seiner Analyse verstehen wird.
Das wäre in Ordnung. Natürlich hoffe ich, dass Sie wissen. Was machen wir als nächstes? Es ist so kalt ohne ein Zuhause. Wir haben beide darüber nachgedacht, als Shinnok die Idee hatte. Warte, du hast ein wenig Gesundheit angesammelt, wenn wir das wilde Pokémon treffen, nicht wahr? Ja, immerhin. Wie lange wird uns die Abteilung sonst sofort helfen? So können wir wenigstens aufwärmen, meinst du nicht? Obwohl ich die Filiale aus einem anderen Grund schloss, wusste ich, dass wir nicht viele Möglichkeiten hatten, wenn wir den Tod nicht einfrieren wollten. Ah. Ich nahm einen Teil der Sektion, wollte die anderen für den Rest der Nacht retten und blitze. Sie fingen an zu brennen. Es ist ein loderndes Feuer, das immer noch brennt und das ist jetzt das Wichtigste. Trotzdem fiel es mir schwer einzuschlafen. Es muss zum Beispiel eine Stunde her sein, dass ich zu Bett gegangen bin, als ich eine Stimme hörte. Bulbi, bist du noch wach? Kannst du nicht genauso schlafen? Ja sicher, ich versuche nicht zu schlafen. Es ist so lustig, warum fragst du, ob ich wach bin? Ja, öffne deine Augen. Ich weiß nicht, wonach Shinnok sucht, aber als ich meine Augen öffnete, fand ich es. Inzwischen ist die Dunkelheit komplett verschwunden. Die Bohnen haben mir also etwas Falsches gezeigt. Dieser Ort spendet auch Nachtslicht, von den Berglichtern, die am Himmel sind. Wow, Nordlicht. Ich glaube, es gibt nur eine solche Spezies in der antiken Mythologie. Hot Take, ich bin kein Experte, aber ich bezweifle, dass man Nordlichter als Spezies bezeichnen kann, beziehungsweise Polarlichter heißt's. So viel mehr dazu auf unserer Reise. Es gab einen Moment der Stille. Ich dachte einen Moment nach. Shinnok hat das auch entdeckt. Alles? Du bist nicht sehr gut. Ja, nun, leise und ich weiß immer noch nicht, ob es klug ist zu reisen oder nicht. Ja, aber wir waren Teil einer kleinen Bedrohung. Wir sind beide schwach. Unser erster Test vor langer Zeit war das Überleben in den endlosen Wüsten der kalten Wüste. Ich glaube nicht, dass wir dafür stark sind. Wer wäre, wenn wir diese Gegend wieder verlassen würden? Unsere Reise könnte zu Ende sein. Und wenn nicht, wenn Raum und Zeit zusammenkommen, sind wir sowieso am Ende. Denken Sie daran, unsere Betrüger werden auf dieser Reise bestraft und der größte Fehler ist, an unserem Erfolg zu zweifeln. Es muss einen Grund geben, uns für diese Reise zu wählen. Ich weiß, dass er recht hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Aber zumindest kann ich jetzt schlafen. So, das war Kapitel 1. Ich will kurz anmerken, dass das eine Zitat, das da gerade gefallen ist, wenn Raum und Zeit zusammenkommen, sind wir sowieso am Ende. War ein bisschen arg akkurat, muss ich sagen. Wer das Finale kennt, weiß, was ich meine. So, Folge 2, beziehungsweise Teil 2, jetzt auch mit ein bisschen mehr Motivation und der Möglichkeit, ein bisschen lauter zu reden. Also, lasst uns gleich anfangen. Es sieht so aus, als sei das Kapitel ein wenig länger. Kapitel 14? Ja, ich bin heute zu behindert anscheinend. Das ist eine 4. Kapitel 4, vergessene Stürme. Am nächsten Morgen begann mich ein Sturm aufzuwecken. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass du eine riesige Windmühle bist. Was? Kann ich mich nochmal umentscheiden und das jetzt doch nicht aufnehmen? Dies wird unsere Reise erschweren und Shinnok sofort wecken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bald setzten starke Regenfälle ein. Es ist nur ein paar Meter lang und ist kühler als so oder so. Außerdem ist unsere Reise schwieriger, weil der Wind, der auf uns zukommt, das Rennen erschwert. Nach einer Weile wusste ich nicht mehr, ob wir uns vorwärts oder in die richtige Richtung bewegten. Auch wenn wir unterwegs sind, werden wir lange brauchen, um die Stadt zu erreichen. Lange keine Ausgänge gesehen. Darf ich anmerken, dass ich gerade lore-technisch komplett desorientiert war und irgendwie gedacht habe, Seemops wäre schon längst im Team an dem Punkt und keine Ahnung hatte, was gerade abgeht. Ich hab's jetzt auch mal gerallt. Ich habe versucht, aus diesen Gedanken herauszukommen und eine Weile mit Shinnok zu sprechen. Was mir an einer solchen Reise im Sturm gefallen hat. Du, Shinnok, wegen des starken Regens.
Erinnert dich überhaupt alles an erinnert dich überhaupt alles an Geschichte? Geschichte? Nee, er war frustriert. Geschichte? Von was für einer Geschichte sprichst du? Zum Glück weiß ich von dem Aufsatz nicht viel, weil ich weiß, dass ich ihn von niemandem will. Nun, die einzige Geschichte selbst handelt von einem Mann, der ein Pokémon wurde wie Günther. Der einzige Mann war dieser Riolu. Er hatte es vergessen und suchte im Inneren nach Rettern mit Hydropi, da er ein Mensch war. Für die Katastrophen, die sie getroffen haben. Neben dem Eisberg trat starker Regen auf, der ihre Reise offensichtlich behinderte. Ich muss nur daran denken. Das sind gute Neuigkeiten, aber erinnerst du dich noch daran, wie sie aus dieser Situation herausgekommen sind? Übrigens, Fun Fact. An dem Zeitpunkt hatte man, glaube ich, keine Ahnung, was das soll, aber gerade so jetzt, wo die Lore rum ist, auch in Darkreis Chroniken, bald wird das nochmal Wort für Wort gesagt, tatsächlich sind Hydropi und Olaf als Riolu ja die Protagonisten von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Blau, worauf hier auch angespielt wird. So, wo war ich gerade? Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich den Satz schon hatte. Das sind gute Neuigkeiten, aber erinnerst du dich noch daran, wie sie aus dieser Situation herausgekommen sind? Das wird uns jetzt wichtig sein. Vergiss es, die ganze Zeit unterstützt uns die Team Blau-Geschichte nicht mehr. Es war Pokémon, das dich gerettet hat. Das kann für uns schwierig werden, weil niemand hier ist. Außer... Ich werde weitermachen, nachdem ich suspendiert wurde. Also sorry, irgendwie bin ich gerade zu unfähig, normal zu lesen. Ich weiß nicht warum. Ich habe heute schon 4 Stunden Video aufgenommen. Daran könnte es liegen. Nein, wie wir in diesen Geschichten wissen, ist Pokémon der Gast, der uns rettet. In der Zwischenzeit tue ich es, denke an nichts in mir und helfe ihm aufzustehen, damit wir vorwärts kommen können. Aber wenn wir runtergehen, langsam, wir insbesondere Shinux langsamer. Aber ich höre nicht auf und finde es schlimmer. Satz.png. Shinux, was ist los mit dir? Geht es dir gut? Eigentlich nicht. Trotz allem lassen wir uns nicht entmutigen. Es hat diesmal geschneit. Diesmal, um nicht wieder aufzusteigen. Da ist es uns einfach aufgefallen. Es hat keinen Sinn, so weiterzumachen. Ich würde sagen, wir werden aufhören, bis du geheilt bist. Bis der Sturm schlimmer wird, werden wir ihn ertragen können. Und jetzt sind wir also gezwungen, uns auszuruhen. Wenn wir mit der richtigen Entwicklung weitermachen wollen, wird die Stadt noch einige Tage am Stück da sein. Aber um einen globalen Feiertag zu haben, brauchen wir ein Feuer, sonst werden wir zu Tode gefroren. Ich habe ein paar Zweige gebrauchsfertig gemacht. Können Sie Shinux noch feuern? Okay, ich entlasse ihn. Warte, ich hole ein Skript. Ha, Comedy. Es verschwendete eine relativ kleine Menge nicht reagierender Energie, aber in der Abteilung wurde ein Stromgenerator installiert. Sie konnten zu dieser Zeit kein gutes Licht erzeugen, aber immerhin waren sie schwierig, die Zweige am Brennen zu halten und so das Feuer zum Brennen zu bringen. Das sollte reichen, um nachts zu leben. Aber am nächsten Morgen war die Situation alles andere als ideal. Der Sturm ging danach ohne Pause weiter. Offensichtlich war Shinux immer noch schlecht. Dann soll er mal besser werden. Wir haben noch mehr zu tun. Wenn wir nicht aufhören zu laufen, werden wir uns in der Oststadt nicht wiederfinden. Also müssen wir weitermachen, ob wir wollen oder nicht. Wir wollen nicht. Danke für die Info. Wir haben schlimmere Fortschritte gemacht als je zuvor. Shinux konnte nicht auf den Beinen stehen und dieses Mal versuchte er nicht einmal es zu verbergen. Damals wusste ich, dass ich bald eine Entscheidung treffen musste. Es dauerte nur wenige Stunden, bis es fiel. Dieses Mal hörte er auf, sich schnell zu bewegen. Das überraschte mich nicht, aber ich weiß, dass ich gerade ein großes Problem habe. Shinux ist frustriert, dass es sich nicht neu gruppieren kann. Ich habe also 2 Möglichkeiten. Entweder ich würde es tragen oder ich würde versuchen, ohne
Hilfe ins Dorf zu gehen, oder ich würde erwarten, Pokémon vor dem Dorf zu treffen. Oder ich lasse Shinnok hinter mir. Ich bin alleine sehr schnell und habe immer noch genug, um in diese Stadt zu kommen. Aber wenn ich das tue, wird Shinnok... Ich hatte offensichtlich keine andere Wahl. Schließlich hatte ich keine andere Wahl. Ja. Die Begründung sitzt. Ich kann Shinnok nichts vormachen. Das Wichtigste ist, dass er seitdem mein bester Freund und Partner ist. Oder ich werde diese Art von Reise mit ihr sehen, oder sie wird es nie geben. Ich plane dies von Beginn der Reise an zu tun. Ich verstehe nicht, was diese Sätze mir sagen wollen, sollen, können, essen. Tatsächlich war es anfangs etwas schwieriger, als ich dachte. Shinnok ist kleiner, als es ist. Aber ich kann schneller laufen, als wir beide. Was? ich verstehe immer noch kein Wort. Wie auch immer, ich muss heutzutage ein wenig Zeit haben, weil es mir am Ende immer noch schwerfällt, das Pokémon aufzuheben. Jedenfalls rührte sich Shinnok nicht im Schlaf und ich wusste, dass sie es nicht tun würde, bis ich in die Stadt kam und Hilfe bekam. Da kam mir der Gedanke, was wäre, wenn die Einwohner dieser Stadt nicht so freundlich wären wie die Westler? Was ist, wenn die menschliche Seele nicht in der Lage ist zu helfen? Aber ich sagte mir, dass zumindest Pokémon, das zu unserem Team gehören würde, an unserer Seite stehen sollte. Es sei denn, er kam nach Westdorf, weil er sich weigerte, der Gruppe beizutreten. Weil er die Zukunft einer riesigen Welt nicht wollte. Irgendwie wusste ich, dass uns jemand helfen würde. Aber in den extremen Stürmen wurde ich langsam durch Einsamkeit und Anstrengung entmutigt. Ich hatte noch einen Ausflug zum Schnuppertag vor mir. Ich weiß es sehr gut. Nur ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Plus Schlaf ist nicht meine Wahl. Ohne Shinnok kann ich das Licht nicht anmachen. Also wohl unterbelichtet. Also sterbe ich, wenn ich lange lüge. Also mache ich so schnell wie möglich weiter. Nach 2 Stunden esse ich unter anderem meinen letzten Laibbrot. Ohne sie wie den Pokémon-Baum würde ich schnell unter der Kälte leiden. Natürlich hatten wir uns für unseren Ausflug in die Stadt gut versammelt, auch wenn es lange gedauert hat und ich diese 20 Stunden der Akzeptanz und des Genusses ertragen musste. Es ist kein Gefühl, was wirklich unmöglich ist. Ich bin mehrmals gelaufen, aber die letzte Bremse funktioniert jetzt nicht mehr. Meine Beine tun weh, jedes einzelne wird härter. Interesting. Und ja, das Geräusch habe ich patentiert. Der Wind, der damals wehte, hat auch mich verwüstet. Es dauerte also nicht lange, bis ich weitermachen konnte. Das ist doch eine gute Sache. Ich versuchte zu rennen, aber meine Beine waren ein wenig steif. Ich bin in den Schnee gefallen und es tat sehr weh. Ich verstehe, was in diesen Tagen passiert ist. Shinnok, es tut mir leid, ich habe nicht lange durchgehalten. Überraschend lange. Hä? Wir wurden auserwählt, die Welt wiederzubeleben und sind vor langer Zeit in die erste Krise gefallen. Vielleicht sind wir nicht diejenigen, für die uns der Überlebende gerufen hat. Das war Entschuldigung, liege ich falsch? Bevor ich endlich erkannte, sah ich in der Ferne ein seltsames Bild. Es muss mehrere Stunden gedauert haben, bis ich aufwachte. Ich war im Iglu und das Feuer ging vor mir aus. Es ist immer noch jemand an meiner Seite, des Magikarp-Kuchen in Flammen macht. What? Mopswasser! Unser aller Lieblings-Walross-Editionscharakter. Mopswasser! Was zum Fick soll das? Scheinbar war es nichts anderes als das, was wir in den ersten Stunden in der Wüste trafen. Inzwischen hat er auch bemerkt, dass ich komme. Also bist du endlich aufgewacht. Ich bin besorgt. Was damals passierte, verwirrte mich noch, als ich mich an etwas Wichtiges erinnerte. Wo ist Shinnok? Und gut,
Keine Sorge, er ist an der Seite. Er war immer noch die ganze Zeit bewusstlos, aber es ging ihm noch viel besser. Sie hat hohes Fieber. Er muss sich noch ausruhen, aber es wird ihm bald besser gehen. Digga, einfach ständiger Wechsel von den Artikeln heißt der Scheiß. Ständiger Artikelwechsel. Als ich das hörte, traf mich ein Stein. Ich fing jetzt an, unserem Aretha selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir haben uns schon einmal getroffen, nicht wahr? Wie sehen Sie uns? Ich war 2 Tage bei dir. Ich habe versucht, dich einzuholen. Suchen Sie uns? Warum ist das so? Anstatt mir zu antworten, zog er sich mit dem Rücken zum Feuer und sah mich zuerst an. Ihr Name ist Bulbi, okay? Wo? Genau wie ihre Freundin Scheinux. Digga, könnt ihr euch jetzt mal fucking entscheiden? Ich starrte es einen Moment lang, ohne ein Wort zu sagen. Ich habe klar verstanden, was er damit meinte. Dann kam es mir ein wenig entgegen. Ich bin nach Scheinux gegangen, weil es immer unsere Taschen geladen und unsere Fotos abgespielt hat. Kannst du es bitte eine Weile halten? Er sieht benommen aus, widerspricht aber nicht. Naja, wieso? Er hielt inne, als sich das Bild ein wenig veränderte. Einer von ihnen erschien neben meinem Foto. Wahnsinn, mein Bild ist so ohne Probleme aufgetaucht. Wie funktioniert das? Das würde ich gerne selbst wissen, obwohl das Wichtigste ist, wenn Pokémon, die zu unserem Team gehören sollen, dieses Foto berühren, das Foto erscheint. Dies ist sozusagen der Beweis dafür, dass Pokémon dafür ausgewählt wurde. Dies ist wie folgt erklärt. Willkommen in dieser Gruppe. Wie heißt du genau? Jetzt kommt der Satz, den keiner von euch bereit ist zu hören. Ich bin Simpops. Was? Was ist? Was soll das sein? Du kommst aus der östlichen Stadt, nicht wahr? Ich denke dort auch nicht an Pokémon, also denke ich nicht an sie. Ist es okay, wenn die anderen da sind? Auch wenn jemand da sein muss, zum Beispiel deine Verwandten. Ich habe schon lange keine Verwandten mehr. Nein, ich bin einer der Gründe, warum ich für diese Reise ausgewählt wurde. Sick, also willst du jetzt sagen, wenn du nicht da wärst, wärst du nicht für die Reise ausgewählt worden? Glaube ich sogar. Weil ich nichts habe, was mich hier hält. Ich wollte nicht gehen, im Gegenteil. Was jetzt? Er betrachtete das Licht. Ich habe immer davon geträumt, hier wegzugehen. Lesen wir das noch einmal langsam durch. Ich wollte nicht gehen, im Gegenteil. Er betrachtete das Licht. Ich habe immer davon geträumt, hier wegzugehen. Seht ihr das Problem? Ich tue es definitiv. Man weiß nie, wie glücklich ich war, als meine Stimme mir im Traum sagte, was mein Beruf war. Glücklich ich war, als meine Stimme mir im Traum sagte... Nee. Apropos in meiner Stimme. Ich erzähle dir ein bisschen, sobald du ankommst. Ich selbst weiß nicht, warum es mir überraschend und frustrierend vorkommt. Wirklich? Haben Sie Informationen vom Überlebenden erhalten? Bei Bedarf vormerken für unsere nächste Reise. Was genau hat er erklärt? Du hast diesen Kampf gewonnen, obwohl alle Kämpfe gerade erst begonnen haben. Ich habe es mir ganz genau angeschaut. Was siehst du auf der Straße? Er hat das gesagt. Ich sagte ja, ich verstehe nicht. Er versteht es wirklich. Also alle 2 Zeilen widerspricht sich die Handlung hier gerade selber. Vielleicht machen wir eine andere Art von Pokémon, als ich dachte. Nun zu einer anderen Reise. Ich denke, sobald Scheinux veröffentlicht wird, veröffentlichen wir das schnell und in Echtzeit, okay? Nun, wir sollten einen Blick darauf werfen. Der Weg zum Strand wird auch noch Zeit brauchen. Nein, ich habe lange gebraucht, dich alleine zu sehen, weil du unglaublich schnell gelaufen bist. Wir sind in Westdorf. Außerdem kann ich erstmal nichts sagen, also drehen wir uns immer auf meine Kosten aus einem Grund um.
sind bald voller Blödsinn und ein bisschen anders. Braucht ihr Lebensmittel? Ich hab viel zu Hause und weiß nicht, ob ich jetzt wieder zurückkomme. Inklusive allem. Anfangs war ich verwirrt, trotz alledem habe ich mich über sein Geschenk gefreut, da wir am Anfang mit mehr als 2 Pokémon eine kleine Mahlzeit finden konnten. Ja, das wäre sehr nützlich. Kannst du schnell etwas tun? Schließlich ist es von hier in deine Heimatstadt etwas länger. Nur er scheint glücklicher zu sein als ich. Du kannst hier bleiben, geh in den Schnee und ich suche keinen Tag. Ich fahre jetzt ab. Was ist daheim im Zug gelagert? Das Einzige, was ich von meinen Eltern habe. Carpador ist kalt genug. Zum Beispiel 17 Jahre lang ein Pokémon 5 zu liefern. Ich krieg heute wieder einen Breakdown von diesen Sätzen. Hilfe, save me. Ich hatte lange Zeit Angst, dass ich sie verlieren würde, weil sie langsam anfing zu gehen. Bei alledem überrascht es nicht, dass sie schließlich seit Generationen in Familienbesitz sind. Jetzt weiß ich alles, was ich nicht kontrollieren möchte. Ich habe nie wieder ein Pokémon gesehen. Und der Hinterkopf ist ekelhaft. Und der Fisch kann Jahrhunderte alt gewesen sein. Aber bevor ich die Chance hatte, mich zu verteidigen, es nicht zu haben, war es weg. Wir haben uns noch ein paar Tage ausgeruht und Iglu gemacht. Senux ist wieder gut. Wir haben ihm alles erklärt. Er scheint in kürzester Zeit gut mit Seymops als neuem Partner zu interagieren, was die Sache einfacher machte. Nachdem ich endlich wieder unterwegs war, verließ ich das Iglu zum ersten Mal nach all der Zeit. Der Sturm bedeckte die Sonne und schien vom Himmel. Das ist meistens am Anfang, wenn ich aus dem Iglu komme, das ist sehr heiß, sehr schön, aber das wird uns nicht aufhalten. So konnten wir uns endlich auf den Weg machen und den ersten Schritt machen. Unsere Reise geht in diesen Tagen mit 3 Personen weiter, bei der Entwicklung des Waldgebiets. Können wir drüber reden, dass Seymops Name 3-mal gefallen ist und 3-mal komplett unterschiedlich war? Wir hatten Mopswasser, Simpops und Seymops. Und keiner davon war richtig. Jo, Like und oder Abo dalassen. Ich sag jetzt schon mal, es ist möglich, dass die nächste Folge nicht in Time kommt, weil ich im Urlaub bin. Aber wir werden's sehen. Bis bald und tschö mit Ö.